sieht dein Charakter jetzt schick aus? Einer? Ja, so ein ledernes Top. Ah, okay, ich kann mich nur in die Stadt. Ich dachte, ich würde mich jetzt zu dir teleportieren, aber ich habe mich in die Stadt teleportiert. Da ist zum Daniel Hotel reisen. Ich frage mich, ob die anderen Spieler meine Skeletten sehen können. Ja. Ich sehe jetzt wohl badass aus, ne? Hm. Ich bin mit eurem Lohn zurückgekehrt. Also, ist es vollbracht? Ausgezeichnet. Ich wusste, ich habe euch zu Recht vertraut. Sicher habt ihr genug. Ja, wir sehen sehr vertrauenswürdig aus. Wir werden nicht durch die Hände von Geringen leiden. Unsere Stärke, unsere Macht. Weiß nicht wieso, aber irgendwie stelle ich mir vor, wie eine Skelette die ganze Zeit im Hintergrund stehen. Wenn die nichts zu tun haben, machen die irgendwie so ein Fortnite-Dance. Okay, halt die Klappe. So, boah, schon wieder so eine Kiste mit. Was auch immer das ganze Zeug ist. Ich finde gut, dass wenn man das aktiviert, irgendwie erst so eine kaufen Sachen irgendwie da sich spawnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht richtig benutzen hier, das Discord auf Xbox, aber ist ja egal, ne? Ach. Ich habe da keine andere Möglichkeit gefunden, ne? Hm. Haben wir irgendwie so eine. Ich guck gerade, ob man irgendwie so eine Liste von Quests hat, irgendwie so. Lebt wohl. Aber irgendwie sehe ich nichts. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Weil irgendwas steht hier mit Heiltränke oder so hochballern oder upgraden. Folgt mir. Aufwertung von Gegenständen. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Zurück nach Kyovashat. Hast du eigentlich bei der Xbox auch in der Mitte so einen Knopf? Ja, das ist der Xbox-Knopf. Meinst du, was für ein Knopf? Ich habe hier auf meinem habe ich 4 Knöpfe. Also so in der Mitte. Der eine ist das leuchtende Symbol, das ist der Xbox-Knopf. Ja, da kommst du so ins Home-Menü hin, ne? Ja, da komme ich ins Hauptmenü mit. Und dann habe ich noch so einen dritten Knopf, das ist für Screenshots machen oder so. Okay. Dann hast du noch so einen Knopf so für Start oder so. Ja, das ist Start und das, ich weiß nicht, wie ich die andere Taste. Das ist eigentlich im Prinzip genauso angelegt wie beim Xbox-Controller. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich zu dir komme, Daniel. Wo bist du jetzt hin? Bin ich schon wieder hingegangen. Mit was für einem Knopf musst du ja die Karte öffnen? Auf Start. Nee, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie die Taste heißt, ey. Diese in der Mitte des Controllers. Ja, das ist so eine linke Taste. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Okay. Da steht nichts, da steht kein Name drauf. Bei dir ist das Select oder so. Nee, ich hab so ein. Die PlayStation hat ja irgendwie so ein Touch-Controller in der Mitte. Okay. Ja, Daniel, wie komme ich denn jetzt zu dir? Wo bist du denn? Ja, entweder zu mir teleportieren oder du gehst auf eine Karte. Ja, wie macht man das denn? Du gehst auf eine Karte und dann gehst du zu der Stadt und da ist dieses hellblaue Symbol. Da ist dieser Schnellreisepunkt, den wir mal aktiviert haben. Den musst du auf der Karte ja nur anklicken. Also du gehst auf der Karte und gehst zu der Stadt hin. Hier, Menestadt, ne, Kyovashat. Und da sind diese hellblauen Punkte. Ich stehe vor dir. Ah, okay. Dann geht es weiter. So, ich lese einfach nur hier Aufwertung für Heiltrank, das klingt geil, also lass mal gucken. Ich will die Wirksamkeit meiner Heiltränke steigern. Nun, ihr seht jedenfalls aus, als würdet ihr viel Zeit in der Wildnis verbringen. Ich doch nicht. Danke. Wir sehen voll ungebildet aus, Daniel, meint ihr damit? Zunächst auf euren Heiltrank. Ich habe ein paar zusätzliche. Wo hast du das überhaupt gelesen, Daniel, mit verbessern können? Wenn ihr eure Heiltränke oder rechts bei mir ist, das ist eine aktive Quest bei mir rechts. Okay. Ich verlasse diese Mauer nicht. Nie wieder. Steht bei dir rechts. Die Wirksamkeit kann beim Alchemisten aufgewertet werden. Hm. Ja. Wieder Stufe 1.
Spielerstufe 10. Also unser Handwerksmaterial 12 von 12 habe ich da. Ah. Galgenrebe brauche ich hier, um das hochzuleveln. Boom. Ich hab alles anscheinend, aber was soll ich jetzt damit machen? Schwacker. Trank aufwerten. Weil wenn du da oben links hingehst, wenn du die Schultertaste drückst. Da kannst du auf winziger Heiltrank gehen. Ich kann aber nicht anklicken. Nee. Nö. Steht da irgendwie, was du brauchst? Heilt sofort 17 Leben und im Verlauf von 3 Sekunden euer maximales Leben. Ja, und darunter? Darunter steht winziger Heiltrank. Ja, kannst du ihn nicht aktivieren? Herstellen steht da. Ja, mach das. Dann werden unsere Heiltränke hochgehen. Wenn die stärker jetzt, nehme ich an. Dann muss es irgendwie so 10 Galgen-Dinger da benutzen. Aber was kann ich hier? Ressourcen verfeinern. Ich habe 12 von 12 Handwerksmaterialien. Weiß ich nicht. Das sind diese ganzen Bären und Sachen, die wir eingesammelt haben. Weiß ich nicht, was du damit machen kannst. Da steht herstellen. Ja, wir brauchen wir dir. Man kann irgendwas damit herstellen, ich weiß noch nicht was. Hier, Elixiere nehme ich an. Na? 30 Minuten lang die Rüstung von um 50, Dorn um 25 und die Erfahrung um 5%. Wir brauchen Heulermoos. Oder ich brauche noch 2 Heulermoos, um Elixier herzustellen. Okay, man kann jeweils nur ein aktives Elixier haben. Ja, das ist, ich nehme an, das ist so wie das Essen wie in Elder Scrolls. Also, kannst du so Portion Heiltrank-Effekte oder irgendwie so aktivieren für eine Weile. So, was haben wir hier noch? Die ganzen Typen, die haben alle irgendwie so Quest. Ich will meine Ausrüstung verbessern. Lasst euch mal ansehen. Die Schnallen müssen verstärkt werden. Dieses Leder ist rissig. Ich trage kein Leder, ich trage nur Fell. Damit angestellt. Hört mal, ob ihr lebt oder sterbt, hängt von der Qualität eurer Ausrüstung ab. Ich stehe vor dem mit irgendwie so halb nackt. Ja. Und der wagt meine Ausrüstung hier zu. Gegenstand aufwerten. Also nicht, brauchen wir das? Gegenstand zum Aufwerten, Vorschau. Mal sehen. Mit Geld. Ja, klar, kostet das Geld. Ja, du kennst ja meine Einstellung so zum Aufwerten. Max hat nicht, Daniel. Meine Idee von Aufwerten ist, ich spiele einfach weiter, bis ich bessere Ausrüstung bekomme. Na, verdammt, wir müssen aber irgendwas aufwerten, sonst geht die Quest nicht weg. Was benötigt ihr? Okay, keine Ahnung. Hier, das Schwert. 500 Ocken. Dann 400. Und ich wollte billigeres. Hier mein Hammer. 1000. Warum ist das so teuer? Na gut, dann hier ein Schwert. Also da steht, boah, ich bin blöd. Okay, ich habe nichts gesagt. So, die Hälfte ist Geld sogar zurückbekommen durch die Quest. Belohnung freigeschaltet. Herausforderung. Eiserner Schmied. Ah, hast du auch was hochgeballert? Ja, das benutze ich sowieso nicht. Was ist denn hier reparieren? Angelegte Rüstung, 0 Gold, alle Gegenstände 0 Gold. Bei mir hat noch alles 100 Haltbarkeit. Weil ich jede Stunde die Sachen wechsle. Ich mal was Neues finde. Okay.
Nun gut. Was noch? Weiß er. Extrahierung und Einprägen. Was er Alchemist. Okkultist. Ach, der sagt uns jetzt hier mit den. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Gib mir die Macht. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Oh, das ist wie in Skyrim dann. Nicht, nehme ich an. Dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht den Hörer. Nimmst irgendeinen verzauberten Gegenstand, tust ihn bei dem zersetzen und dann kriegst du den Effekt irgendwie freigeschaltet. Kannst du in anderen Waffen reinpacken. Okay. Glaube ich. Aber nur bei legendären Gegenständen? Nein. Na gut. Cool Story, Bro. Oh, da müssen wir noch nichts machen, glaube ich. Um die Quest abzuschließen, meine ich. Ja, da kann ich nichts, noch nicht wirklich irgendwas machen. Auch irgendwie noch ein zweites Aspekt oder so, weiß er nicht. Hier sind noch einige Dungeons. Die man nicht. Oh nein! Hast du den Wegpunkt in der allerersten Stadt, wo wir waren, irgendwie aktiviert? Ja. Ja? Ne, weiß ich nicht, ich glaube nicht, wieso. Das also wird mein ganzer Weg da zurücklaufen. Geht doch nicht anders, ne? Ja, da sind einige Dungeons. Wir müssen erstmal diese Nebenquest da fertig machen. Gehen wir die, haben wir oder schon gemacht? Ich habe die gerade abgegeben. Hast du nicht auch abgegeben? Haben wir schon gemacht. Ja, ich habe nichts gesagt. Aber ich sehe noch ein paar Dungeons, die wir nicht abgeklappert haben. Ja, da müssen wir ein ganzes Stück, da müssen wir ein bisschen laufen. Na gut. Das kann ich hier nicht. Beweg dich, Digga, beweg dich, Digga, beweg dich, Digga. Ich sehe auch gar nicht, welche Level ist denn jetzt die Hauptquest eigentlich. Jetzt wird mir gar nicht mehr dieses Symbol da angezeigt, der von mir auch nicht geredet hast. Kampagnenquest ist da oben, da ist die Kathedrale. Und das auch. Hier gibt es ja auch einen Shop, Daniel, ne? Mhm. Ja, aber das ist. Du kannst auch Sachen so kaufen, also auch durch richtiges Geld gibt es auch Sachen. Ja, ja. Ich habe auf eure Rückkehr gewartet. Ja, ich dachte, meinst du? Nein, nein. Warnung, euer Stadtportal wird geschlossen, sobald ihr die Stadt verlasst. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gehen wir mal zurück zu den Dungeons. So, hier ist irgendwie auch noch ein Gebiet, das wir noch nicht erkundet haben. So, jetzt ist das Symbol wieder da. Oh Gott. Ich weiß nicht, levelt das Spiel mit uns? Ist irgendwie alles Level 11 gerade. Die Spieler, die sind nicht Level 11 gewesen bei mir. Ne, ich meine hier die Welt des Spiels. Okay. Vernichtet die Totems. Wo? Oder rechts sehe ich auch noch eine Nebenquest irgendwo. Ich nicht. Ja, ich öffne ja die ganze Zeit die Karte. Also ja. Ich sehe überhaupt nicht das Level von den Skelettkriegern. Haben die ein Level? Oben. Wo die HP sind. Ja, das Level 10. Mir wird da irgendwie bei denen nichts angezeigt. Okay. Da steht nur Knochenkrieger und ein Pfeil darüber. Vielleicht weil du der Anführer bist? Oh, also dein Level wird mir angezeigt, aber von den Gegnern, das Level wird mir gar nicht angezeigt.
Sollen wir erstmal die Quest hier einbauen? Und dann sagt er uns, oh, geht zu diese Dungeon und dann gehen wir. Dann haben wir die schon vorher gemacht und dann müssen wir nochmal rein. Ja. Das wäre ein bisschen doof. Nimm das. Oh Gott. Voll angesprungen kam die. Stehen da. Ja. Oh, hier ist ein Buch. Ein eisiges Schicksal. Dann müssen wir da unten hin. Alter, hier sind noch so viele Gebiete, ne? Ich sehe gerade erst, wie groß die Karte ist. Wir haben nicht mal 10% von der Karte bisher aufgedeckt, ey. Jetzt bin ich auch aufgestiegen. Neuer Typ von Skelettkrieger freigeschaltet. Schnitter. Hey, das ist ein anderer Spieler gewesen. Ja, ja. Ich glaube, wir sind nur in den Chatten. Was will der Chatten? Ich dachte, er ist nur in Städten. Nein, nein, das war so. Schwingt eine mächtige Sense. Aua! Ah, wo kommt denn? Ich bin gerade im Menü. Oh, gerade im Menü. Schnitter, schön. Das war wieder eine neue Fähigkeit da, ne? Schnitter verfügt über eine Chance von 15% das Fleisch von den Aufbeulen-Fähigkeit. Wow, ich kann Sprung lernen. Ich kann lernen zu springen. Ausweichfähigkeit, springen nach vorne, schmeißen ungenau. Werdet unaufhaltsam. Das Gegner, die hinterher gestoßen werden, alleine. Oh. Kriegsschrei. Scheint der. Das ist doch mal nicht schlecht. Was? Nein, jetzt ja. Komm einfach aus dem Nichts. Ja. Ah, blau, boah. Da. Hm. Okay, ein neues Ding hat sich freigeschaltet. Interessant. Verstärkter. Eiserne Jungfrau. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Ich noch nicht. Ich bin am Überlegen gerade hier. Noch ein Gefängnis. Ich habe einen Buff für uns geholt. Gut. Jetzt machst du ein bisschen mehr Schaden und ich auch. Cool. Aber die dritten, das sind Schlitzer. Ich habe eine andere Art von Skelett, das sind Schlitzer. Die brauche ich nicht. Ich habe lieber die Verteidiger, weißt du? Mhm. Das sind Leute, das sind Skelette mit einer Sense. Wie funktioniert das dann hier? Auf Stufe 15 tue ich, kann ich Skelett Magier holen. Stufe 15? Ja, da kann ich schalten. Und dann auf 25 starte ich Golems frei. Okay, wo ist denn hier ein Level? Nein, ja, ich kann unter Buch der Toten, ist, was ist das bei mir? Da kann ich gucken, was für Skelette ich habe. Okay. Also ich habe drei Sachen. Ich habe hier Charakter, dann habe ich Buch der Toten, dann steht da Fertigkeiten. Oh, okay. Ja. Das habe ich nicht. Weil du keine Skelette hast. Na, ich habe nur
Expertise. Also ich habe Charakter, Expertise und Fertigkeiten. Gut, gut, gut. Und ich kann jetzt schreien. Gegner. Okay, da ganz oben steht das Level. Da kein Wunder, dass ich das nicht lesen kann, ey, weil das verschwindet von bei meinem Fernseher, weißt du? Okay. Der Rand von meinem Fernseher tut das verschlucken. Oh, 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 warte, warte, was ist denn hier los? Ich hab grad meinen Standardangriff verbessert. Jetzt hat er eine höhere Chance, mich zu heilen, sozusagen. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, der hat mich verwirrt. Ich renne in eine andere Richtung. Da ist wieder so ein Eventgebiet, Daniel. Oh, ein goldener Ring. Nice. Du hast ja schon zwei, ne? Ja, ja. Willst du einen haben? Ja, wenn du einen entbehren könntest, wäre schlecht. Ja, warte mal. Ist egal, welchen. Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen zweiten. Lass ihn mal fallen. Oh nein, ich habe meinen Ring fallen gelassen. Okay. Dankeschön. Er stand gegen Blitze und Schatten. 2% Schaden gegen entfernte Gegner. Ja. Egal. Hauptsache Gegner. Ring. Ich kann auch den anderen fallen lassen. Ich weiß nicht, was kann der denn? Ach, ist egal. Der besser, ich weiß nicht, ob der besser für dich ist. Widerstand gegen Feuer, Widerstand gegen Schatten, Schaden. 1% Schaden des Typens Schatten, das bringt auch nichts. Ja, das reicht schon. Hauptsache irgendwas. So ein, da oben ist wieder so ein Eventgebiet, siehst du? Ja. Ah, ja. Ja, mach mal das als erstes an. Dann gehen wir in die Dungeon. Das ist aber immer ein bisschen schwerer, also habe ich das gelernt, ey. Ja. Stufe 12. Boah, was hat denn? Oh, die Dinger müssen wir kaputt machen. Glaube ich. Aha. Der letzte Teil. Dun, 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 dun. Stiefelmesser. Ich weiß nicht, ob das für dich auszählt, wahrscheinlich nicht, aber ich und meine Diener. Oh, ein goldener Säbel, Daniel. Aua! Ah, nimm mal auf. Später. Oh, goldenes Breitschwert. Oh.
Ja. Also waffenmäßig läuft langsam bei mir. Genau, vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das wieder derselbe ist. Ach, mein Heuler. Ich lass den mal fallen, ne? Jo. Ich merke gerade, meine Stimmgabel, die ist auch golden. Hahaha, jetzt habe ich zwei goldene Schwerter. Ha. Dankeschön. Ha. Können die auch einfach behalten und verkaufen und reich werden? Nein. Hier geht's auch irgendwo weiter hier. Da kann man durch so einen Mauerschlitz durch. Ja, lass mal gehen. Ich bin noch nicht bereit. Ducken. Gucken. Da ist er. Ich muss meine neuen Schwerter ausprobieren. Aber jetzt sogar was. War das besser als das Schwert, das du hattest? Ja. Tödlicher Schrei. Ja, das ist wieder so ein temporärer Boot. Boah. Oh, da war so ein Altar. Ja, ja, cool. Hab ich gar nicht gesehen. Boah, kritischer Treffer gegen das Viech. Springen. Ah, bessere Stiefel. Zurück zur Stadt. Bär. Alter, hat das Schaden gemacht. Mein Angebot? Ja, ja. Wer das Pest halt, ne? Oh Gott, es ist hier auf der Rolle. Und ich drehe meine Sorgen weg. Der Zieger habe ich es gezeigt. Du hast gerade die Ziege getötet. Ja. Ich auch. Ich habe im selben Moment auch nicht Ziege gemacht. Was denn der verblichene Tafel? Ich habe das jetzt mal alles ertöten. Und das Ziege. So, hier haben wir eine Menge Sabina Versteck. Oh. Ach, da ist so ein Keller, ne? Ja. Totenkopf. Die sind ja. Bin da reingegangen, oben links. Ja, toll, ich bin ganz schnell. Ich komm zurück. Ja, Weg. Naja, ich komm schon, bin fertig. Da waren viele Gegner hier. Ich dachte, da waren schon alle weg. Ich war doch beim letzten Mal überhaupt nichts hier, als wir bei so einem Ding waren. Da ist hier mal ein Abenteuerrennen. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Dann stirb doch, meine Fresse. Oh Gott. Brandstifter. Ah. Für 13. Ich find's gut, wie jedes Mal, wenn wir hochleveln, alles um uns herum stirbt. Da, jetzt bist du eher hochgelevelt als ich. Ja. Ich
Aber das zählt nicht für dich, weil wenn man in dem solche, da ich habe jetzt da vorhin ein bisschen verbessert, da nehmen wir eine Gegner mit Tiefel stehen und angreifen. Da würde ich lieber rausgehen dann, ja. Ich benutze diesen Dash-Angriff überhaupt nicht, ey. Diese, ach, Kreis. Danke, Wanderer. Was das schon? Das war einfach. Ohne euch wäre ich. Ich denke, ab jetzt komme ich zurecht. Aber den härtesten Schwierigkeitsgrad schaffen, den werden wir niemals schaffen dann. Oh, jetzt sich in eine Truhe verwandelt. Der Daniel will bestimmt auch den härtesten Schwierigkeitsgrad spielen, oder? Ja. Ne, so, im Moment finde ich in Ordnung, so wie er ist. Ja. Nice. Knüppel. Das ist ein Daddy, das ist so eine Art. Was ist denn das für ein Helm hier? Ich laufe schon die ganze Zeit mit besseren Handschuhen rum. Mein Gott, das ist mehr wie so ein Gesichtsgeschirr. Was ist denn das für eine Scheiße? Die Krone, die fand ich besser. Harmonischer Kopfschuss, ey. Ja, das sah aus wie so eine Krone. Das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, funky Zahnspange oder so, ey. Leck mich. Schrott, was ich da ablege, Daniel. Ah, ja, genau, wir sind ja wieder ein Level aufgestiegen. Das ist aber jetzt ist das mein Schrott. Aber jetzt kann mich das auch heilen. Hm. Ich habe mir 6 Gegner erhöht eure Schadensbonus. Nehmen wir das. Mein Schrott. Muss auch. Jetzt angucken, was du dir für ein Skill holst. Ja, ich bin gerade am gucken. Ah. Ich brauche im Moment keinen neuen Skill. Ah, und schon einen alten Hochlevel. Das kann ich auch machen, oder ich könnte eine Passive machen. Ich hab also den Radius von. Also mit Hochlevel meine ich irgendwie so einen weiteren Effekt geben. Ich habe von die Reichweite von Korps-Explosion erhöht. Also mache ich das immer hier die ganze Zeit. Ich tue immer ein Skill nehmen. Dann einen von diesen Ästen da auswählen immer. Wenn ich davon nichts mehr übrig habe, gehe ich auf die passiven Fähigkeiten. Das höchste Level momentan ist Level 50 oder so. Weiß ich nicht. Glaube ich. Da steht Paragon, Stufe 50. Ja. Weiß nicht, was das bedeutet. Das ich auch so. Nicht. Ich meine, hast du eine typische. Weiß nicht, mehr auf Deutsch Ascension irgendwie. Das sagt mir überhaupt nichts. Heißt da nicht irgendwie Aufstieg, Ascension? Ja.
Ich meine, wenn man ascendet vom Sterblichen zum Gott oder so. Ja, die habe ich vorhin bekämpft, Daniel, bevor du einfach da reingegangen bist hier. Der eine hat irgendeinen Angriff gemacht, der hat übelst viel Schaden gemacht hier. Ich habe jetzt einfach mal den Explosionsradius erhöht von gleichen Explosionen. Also die tun ja schon wieder respawn. Nein, war doch noch. So, jetzt würde ich das hier mal gerne aktivieren. Und sag immer, es verblichene Tafel. Oh. Ich glaube, da tut sich dann irgendwie was so. So eine Horde von Gegnern taucht irgendwie auf oder so. Das ist in der Keller, ja, da ist so ein Häkchen. Cool. Mhm. Das ist auch praktisch. Da habe ich eine Lanze und da habe ich eine Blutlanze. Bin schneller als du, Daniel. Irgendwie war schneller als du, obwohl ich später angefangen habe. Ja, ich muss auch mehr Muskeln bewegen. Östliche Ebene. Da steht östliche Ebene. Ja, oh, habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Okay, jetzt laufen wir irgendwie im Kreis. Ich will eigentlich, dass wir da unten die Dungeons mal machen. Und das ist auch die Quest, die Nebenquest, die wir gerade genommen haben. Ja, geh mal zurück. Wir tun jetzt ja alles um diese eine Stadt hier rum erkunden. Dann tun sich immer mehr Gebiete an auf. Ja, der Wegpunkt, der ist bei mir auch unentdeckt, den habe ich auch nicht. Sollten wir vielleicht mal aktivieren, falls man da wieder zurück muss. Reh! Oh Gott! Ah! Was sind so viel Schaden genommen von dem Bär? Der Bär hat mich angegriffen, ja. Wie gesagt, dein Nahkampf ist nicht meine Stärke. Ey. Ich mache nur so viel Schaden, weil die Gegner auf dich losgehen, wenn du da reinstürzt. Und ich beballer die dann aus der Entfernung praktisch. So. Will ich mal gucken, ob ich Skelettmagier einsetze oder nicht hier. Was ist er denn? Einfach so ein Typ. Okay. Ja, der gibt uns jetzt eine Quest oder so. Anscheinend nicht. Oh, da sind noch mehr Skeletten. Ah, da sind viele. Ich bin noch nicht bereit. Ja, oh Gott. Viele. Die greifen die Wände an, guck mal. Oh, eine Truhe. Den benutzt man eigentlich gegen mehrere Gegner, diesen Beyblade-Angriff da, ne? Ja, ja. Das ist so meine Strategie. Einzelnen Gegner greife ich normal an. Ich tue die mit Pest bombardieren und dann tue ich die, wenn die explodieren, mit Leichenexplosion. Das ist gut gegen Gruppengegner. Wenn mehr als zwei Gegner da sind, dann drehe ich mich da rein. Engelshau, gut gerüstet. Ausbildung abgeschlossen. Neue Rüstung? Ah, neue Rüstung. Oh, die ist jetzt rot. Sieht aus wie Hinterhalt!
Nein, ich komme da rein. Ich will auch da rein. Dass alle Gegner auf einmal triggern dann. Dann sterben wir auf jeden Fall. Zack. So, lass mal hier in die Dungeon gehen, damit wir da auch mal abgeschlossen haben. Durch diese Dungeon können wir irgendwie diese Waffen-Skills irgendwie freischalten anscheinend. Okay. Das ist auch irgendwie so ein Zeichen wie bei dem einen Ding. Guck mal, wie wir aussehen, Daniel. Ja. Mein Gott, du siehst aus wie der Charakter von Skyrim irgendwie, auf der Verpackung ist irgendwie, der mit dem Horn oder so, ja, mit ja. den Hörnern in seinem Helm. Dovaki. Halt's Maul, wir helfen niemandem. Wir sind auf der Durchreise. Wir müssen Tamriel, wir müssen Azagoth retten. Na Daniel, Starfield, wundert mich, dass du noch nichts davon gehört hattest. Nö. Da war jeder Europa am Reden die ganze Zeit, ey. Das ist das ganz große nächste Projekt von denen. Aber ich habe auch irgendwie die ganzen Sachen so... Da war ja irgendwie so EA, nenne ich EA, E3 und sowas alles. Ja, ja. Habe ich irgendwie alles verpasst, irgendwie. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, aber ich habe einfach IGN, die tun die ganze Zeit gerade davon nach Hochhalladen. Wo ist eigentlich dieser komische Dorfbewohner da, ey? Ja, ne, wir haben ihn gehört. Ja, absolviert. Das ist gut eigentlich erstmal. Oder? Hm? Der Schwierigkeitsgrad ist gut erstmal, ne? Ja, ich finde den gut. Nicht so schwer, nicht so einfach. Ja, kann man sowieso nicht gehen, wenn wir wollten. Ja, wir wollen aber nicht. Ja. Also Daniel ist voll der Hardcore-Spieler, obwohl der null Skill hat, um das irgendwie abzubecken. Irgendwie da... Der mag's gern Hardcore, hat aber irgendwie nicht den Skill, um das zu untermauern, ey. Stimmt ja nicht, du spielst ja Großmeister. Ich bin noch nicht bereit. Bei Survivor. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder weil das ist, weil du Großmeister spielst, ey, dass du die Erfahrungspunkte nicht immer zurückkriegst. Ich weiß das auch nicht. Also, ich habe kein Problem gehabt. Ich bin aber auch nicht so oft gestorben, muss ich sagen. Also kann ich dir das. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich nehme mal, das Bug manchmal auch. Oder weil du als Großmeister spielst, aber davon habe ich noch nie irgendwas gehört, ey. Ja. Aber ich habe ja auch nicht als Großmeister gespielt, also. Aber ist ja nur hin und wieder. Ja. Du hast ja in den zuvor ein paar Episoden hast ja so Samen eingesammelt. Ja. Ja, es gibt ne. Das sind keine random Büsche, Daniel. Du kannst die schon erkennen. Ich sag dir jetzt nicht wie, aber du kannst die erkennen, wann du da einen Sammel ein. Das sieht man schon vom Sehen her, welchen man sammeln kann. Okay. Mehr sage ich nicht, keine Angst. Das hat mich schon die ganze Zeit gestört. Ich guck dir da beim Spielen zu und sag die ganze Zeit, Daniel, das ist ein Sammelobjekt, geh da nicht dran vorbei. Stimmt, das, was Sie sagen. Ich habe ja wieder einen Text gefunden. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt eine Sache war. Warte mal, ich gehe in eine ganz falsche Richtung. Keine Sorge. Ich habe gerade irgendeine Tür geöffnet und Gegner getriggert. Hier liegt irgendwas mit Text. So. Meine Skeletten sind, die halten die Horden hier auf. Ey. Nein. Die zwingen mich zum Wegrennen wieder. Ja. Ich bin da voll reingerannt, so, die mache ich platt und dann renne ich einfach wieder weg. Ja, das funktioniert sogar bei meinen Skeletten. Ey. Na, meine Skelette rennen alle weg. Das ist vielleicht was für dich, Daniel. Eine goldene Armbrust.
Armbrust. Ja. Kann ich gar nicht benutzen, oder? Nein? Okay, dann verkaufen wir das. Ich habe das für Jäger. Ja, ich kann das auch nicht benutzen. Das ist ja Jäger, Stufe 6. Verkaufswert 1751. Ja, okay, wenn wir allein spielen würde, wäre das schon ein bisschen schwieriger. Stufe 14. Ich habe schon den nächsten Boss hier bekämpft in Jedi Survivor. Ja, gut. Den Typ in dem Bagdad-Tank. Oh ja, ja. Der kommt noch öfters vor. Wir waren ja alle am Rätseln, als der Trailer gezeigt wurde, wer ist das? Ja, ja. Also wir alle haben versucht, verrückte Theorien herausgeschmissen. Aber das ist ein ganz neuer Charakter, den kennen wir noch nicht. Also. Ja. Mir auch schon so gedacht, hätte ich gedacht. Ja, ich auch, aber alle haben alle möglichen. Das ist Starkiller, das ist Starkiller, das ist nicht Starkiller, Leute. Probleme mit den Vögeln da hast du ja. Ja, die einen One-Shotten. Ja, ja. Du musst nur über die drüber springen, wenn die diesen Angriff machen. Ja, ja. Ich meine, auf normal tun die eigentlich One-Shotten, aber die machen trotzdem viel Schaden. Ich bin noch nicht bereit. So, lass ich mal rein. Mein Skillpunkt, ja. Ja, gute Idee eigentlich. Was nehmen wir denn hier? So, will ich damit leben oder will Leichen ich... fügt ja, verlangsamten, ja. Betäubten oder verwundeten Gegnern mehr Schaden zu. Stapelbar. 10%. Das hat... Klingt mir jetzt nicht nach sehr viel. Obwohl. Will ich aber den einen nicht mehr. Mach ich ja den ja gar nicht mehr. Na, ich sehe aber auch schon kommen, wie ich mich hier so ein bisschen umskille irgendwann. Okay. Irgendwie hat mich da nicht geheilt. Verdammt. Dann nehme ich das hier. Ja. Verschlossen. Okay, ich auf. Oh Mann. Sandalen, goldene. Ah. Kann ich überhaupt tragen? Ich bin jetzt nicht sehr barbarisch. Ja, kann ich. Nice. Oh Gott. Wir wurden voneinander getrennt, Daniel. Ah. Ah.
Karten. Nein, nicht diese Dinger wieder. Hm. Da kommen immer Leute von hinten. Kommen die mal her. Da kommen doch von da. Ich muss warten. Oh, Riesenaxt Gold. Oh. Wird immer weiter abgegradet. Nein, ist genauso stark wie meine Zange. Hm. Eine Keule? Ja. Eine goldene? Ich kann ich nicht benutzen, die sind auf über 155 magischer Streitkolben. Brauchst du die? Wollte nicht, ich hab. Ja, ich hab einen blauen Streitkolben. Ja, der ist auch blau. Ich leg mal hin. Ich hab da hingelegt, Daniel. Ja. Ich gleich auch. Da, ich seh nichts. Merkert, kämpfen wir gegen Menschen oder sind das? Ich muss warten. Ah, ich glaube schon. Der Brandstifter. Stiefelmesser. Die Keule ist schlechter als was ich habe. Okay. Ja, dann schmeißt du weg. Hm. Hm. Oh, Trophäe erhalten. Kahlschlag. Da tust du immer Herausforderungen abschließen hier. Also nicht. Ich hau einfach auf Zeug drauf. Ja, ja. Oh, na, ich bin eine Falle reingetreten. Eine Bärenfalle. Wir beide ja verschiedene Türen öffnen. Diablo 3 auch, ey. Da kämpft man am Ende gegen Diablo. Ah, eine Falle. Wir haben auf deiner Seite gekämpft, ne? Mhm. Ja, toll. Na, schon wieder eine Armbrust. Ja. Brauche ich nicht. Ja. Ja, wir sind immer noch Gegner. Dun, 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 dun. Oh, hier ist der Dorfbewohner. Seid vorsichtig! Ich bin noch nicht bereit. Ah, ich sehe nichts. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist das? Wo ist das? Gewandung des Zirkels. Oh, ich habe auch einen goldenen Schlägel gefunden. Weg damit. Weg damit. Kann das noch am Leben? Kämpfen, noch. Kugelschlepper, was ist das denn? Stufe
Matchstufe von Saisonpass 2 abgeschlossen. Was bedeutet das? Ja, das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch schon hier da stehen gehabt. Ach da. Ja, da wir haben hier so ein, wir haben hier so ein Battle Pass. Ah. Wie nimmt man das? Okay, Alter. das benötigt auch Jäger. Okay, das ist oben bei saisonal. Dann kannst du sowieso wieder so Belohnungen ja einsammeln. So, nein, er ist stärker als meine Zange. Jetzt habe ich keine Zange mehr. In der Rüstung. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr bauchfrei. Na, wo ist denn der Dorfbewohner, den wir gerettet haben? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles Sachen, die ich weggeschmissen habe. ja, hier sind Gegner. Der Johnny macht da auf und geht einfach woanders hin. Ich dachte, er wäre der Weg da zurückführt. Ich habe jetzt einfach nur so geöffnet. So. Haben wir alles. Jetzt müssen wir eine neue Tür da öffnen. Was da drin ist. Was sind denn so die Werte deines Charakters? Stärke und so. Ich habe Stärke 25, Intelligenz 28, Willenskraft 37 und Geschicklichkeit 53. Ach da. Achso, ja, ich dachte eigentlich darüber, so Angriffsstärke, Rüstung oder sowas. Warte mal. Meine Waffe hat Angriffsstärke, okay. 100, ne, warte mal, wo steht denn das? Das ist direkt darüber. Wo du was gerade gelesen hast. Ich guck jetzt gerade, warte, ich verstehe gerade nicht. Mein Charakter. Achso, da, boah, da, ich guck gerade auf die Angriffsstärke 116, Rüstung 805, Leben 210. Okay. Stärke, sehen wir uns Intelligenz. Oh. Rein da. Warte, gefällt es, müssen wir in die Tür reingehen. Oh Gott. Wir sind mit so vielen Leute. Ah, meine Skelette sind angeschlagen. Daniel, was machst du da? What? Bei mir bist du gerade die ganze Zeit auf der Stelle gegen die Wand gelaufen. Ich habe die Tür geöffnet. Bei mir bist du die ganze Zeit auf der Stelle gerade gelaufen. Ich dachte, jetzt werden wir getrennt oder so. Passt doch schon an. Oh, ich habe ein Skelett verloren. Ne, da kommt er doch nicht. Da wollte ich schon sagen. Oh Gott, die Falle. Oh. Sorry. Oh Gott. Ja, das sind Gott. Ganz schön viele. Dann drehe ich mich. Keine Sorge. Fahr vorsichtig. Oh Gott. Jetzt sind wir hier die ganze Kraftexplosion, ey. Geh weg, die Kraft. Ich muss mal. Oh Gott. Ich will nicht wegrennen. Ich will doch hauen. Shit, ey. Da war ein bisschen knapp an einigen Stellen. Ah, ich bin gerade im Boden versunken, ey.
Verlöchern. Das war jetzt zum Beispiel schon ein bisschen schwierig hier. Ah. Oh Gott. Lauf. Das hat die Gegner getroffen. Ja. Ich hab die ganze Zeit Explosion eingesetzt von den Leichen. Ja. Daniel. Ja, bei mir liegt auch einer. Gut, gut, gut. Ein bisschen näher. Ja, ich würde schon sagen. Was? Ich wollte mir den Ring anschauen. Da, jetzt habe ich ja wieder eingesammelt. Oh. Boah, was ist das denn hier, ey? Sind wir die ganze Zeit angegriffen? Mal gut, ey. So. Meine Fresse. Ich will mir hier den scheiß Ring angucken. Der ist aber nicht schlecht. Der ist irgendwie genauso gut wie die Sachen, die ich jetzt gerade habe. Okay. So, hat er jetzt Wut und maximales Leben. Ja, Leben wäre nicht schlecht. Ja, da ist schon wieder eine gute Seite. Ich dachte, du bist schon wieder weitergegangen. Ja, diese Typen, die auch schon ein bisschen härter zu. Aua! Oh Gott! Was ist denn dieser Pisser, Alter, ey? Bevor der noch umgekippt ist hier. Beinlinge des Schreiters, sind das bessere Hosen? Wo ist denn das? Ich hab das doch gerade eingesammelt. Ach. Ja, das ist sogar besser. Was, wo kommt der denn her? Ja, jetzt bin ich komplett in Lila, ey. Blende des Lichts. Mein Skelett ist in eine Falle getroffen. Ich bin nicht wütend genug. Gehen wir hier. Na. Ist ja eigentlich der Wolf, oder? Ja. Was Goldenes, Handschuhe. Sehr gut. Ich glaube, wir gehen ja schon richtig. Sogar besser als meine jetzigen goldenen Handschuhe. Schnitter wurde euch durch einen Gegenstand verliehen. Jetzt im Fertigkeitsfenster. Okay. Warte mal, was kann denn das? Das ist. Schnitter ist eine Art von Skelett. Skelett. Okay. Normalerweise ist das eine Fähigkeit, die ich auswählen. Stufe 15. Jetzt kann ich zum Beispiel. Der Skelett Magier. Ich frage mich, ob die besser sind als meine Verteidiger hier. Lass mal zurückgehen. Ich glaube, wir sind hier schon richtig. Oder es geht erstmal deine Sachen an. Zum Weg. Ich sehe ganz gut aus im Moment hier. Ah, gut, dann ist aufgestiegen. Ja. Totem?
Waffentechnik-Quest verfügbar. Stand gerade bei ihm, ja. Okay. Fertigkeiten können in Fertigkeiten bestimmten Waffen gebunden werden. Okay. Ich, was das bedeutet. Meine Taschen sind voll. Ich kann auswählen, welche Waffe sie verwenden soll. Okay. Machen wir erstmal ja fertig. Kann aber nicht mit uns zu leveln, Daniel. Die sind jetzt Level 14. Die sind noch Level 14, die Gegner. Okay. Aua. Das will ich. So. Ring. Meiner. Oh, das ist nicht schlecht. So. Hast du deinen stärkerer? Er ist tot. Ich bin eine Kugel des Lichts. Ah, oh, lass mal das Ding aktivieren. Hab ich schon. Was? Was ja, wurde ich zu einer Kugel, wurde ich zu einer Kugel des Lichts. Ja, da bist du jetzt auch eine. Ja, da war eine von diesen Herausforderungen. Ja, ja. Ich bin noch nicht Alter. Bereit. Kann sich damit teleportieren? Ja, auf die Eck. Hier geht's, glaube ich, weiter, ey. Das Skelett wollte auch davon trinken. Was kannst du trinken? Das Skelett wollte auch von dem Teil trinken. Ja? Okay, okay, das eine, ja, das gegnerische Skelett. Wo geht mal lang? Hier oder da? Nimm das. Oh, schon wieder ein goldenes Schwert. Weg damit. Ja, damit. Also, ich habe gerade gewechselt bekommen. Ich bekomme die ganze Zeit für meinen gleichen Ausrüstungsslot irgendwie eine bessere Waffe. Statt für meine anderen auch mal. Zu groß.